auch Myra Maud werden wir nachher nochmal sehen, mit der Fußballhymne schlechthin. Aber wir sind schon in der dritten Szene bei den Titelträumen. Und präsentiert werden gleich die Flaggen der 16 teilnehmenden Nationen. Begonnen mit den Teams, die morgen Abend in Berlin das Eröffnungsspiel bestreiten werden. Es ist nicht das erste Spiel dieser WM, das findet ja morgen Nachmittag ab 13.50 Uhr live im ersten Stadt in Wildheim zwischen Frankreich und Nigeria. Das Eröffnungsspiel dann am Abend ab 18 Uhr ebenfalls live in der ARD zwischen Deutschland und Kanada. Wasserskifahrer, sie kommen zum größten Teil aus Berlin. 45 Wasserartisten, dazu einige auch hier aus der Rhein-Main-Region. Gemeinsam hat man trainiert für diesen Abend auf der Mosel. Also Nigeria und Frankreich morgen mit dem allerersten Spiel, aber eben nicht im Eröffnungsspiel. Das bleibt der deutschen Mannschaft vorbei. Viele nigerianische Fans übrigens haben wir heute Morgen schon am Frankfurter Flughafen gesehen. Neuseeland und Japan. Japan ja durchaus ein möglicher Gegner unserer deutschen Frauen im Viertelfinale. England und Mexiko. Die Mexikanerinnen übrigens in der Vorbereitung Sieger gegen die USA. Zum Auftakt in der amerikanischen Gruppe gegen Nordkorea. Es gab ja viele Diskussionen um den Auftritt der Nordkoreaner, der Delegation hier in Deutschland, in Dresden. Was wollen wir erwarten von einem Land, in dem die Diktatur herrscht? Schweden. Übrigens das erste europäische Land, das eine Weltmeisterschaft ausrichtete in Europa. Deutschland erst der zweite Ausrichter auf unserem Kontinent. Zweimal die Weltmeisterschaft in den USA, zweimal in China, dazu Schweden und in diesem Jahr die sechste Frauenfußball-Weltmeisterschaft. In diesem Jahr, in 2011. Brasilianerinnen, heute Morgen erst gelandet um 11.10 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen. Über Paris kamen sie nach Frankfurt, fuhren dann mit dem Bus weiter nach Düsseldorf. In Mönchengladbach werden sie ihr erstes Spiel in der nächsten Woche beschreiben. Eine Flagge, die kaum jemand kennt. Äquatorial-Guinea, ein kleines Land in Afrika.
Frankfurter Vereine beteiligen sich heute Abend, auch musikalisch. Der Chor beispielsweise kommt aus dem Frankfurter Gallus. Wir werden Fans erleben, die unser Team stärker machen wird als eine Ecke. Wir werden Fans erleben, mit denen wir Berge versetzen können. Wir werden Fans erleben, die uns magische Kräfte verleihen. Wir werden den Weg nicht verweigern. Das war der Appell an die Fans, die Aufforderung zum Doppelpass zwischen Mannschaft und den Zuschauern in den Stadien. Die deutsche Mannschaft wird ja möglicherweise dreimal hier in Frankfurt spielen, sicher das Gruppenspiel gegen Nigeria. Don't be afraid of that.
Frankfurt gibt den Ball frei. Der Zauber kann beginnen. Lass es sammeln! Und das wird es auch in den nächsten Minuten, denn wir sehen in der 66. Szene den großen Finale, den Glücksmoment. Ruder- und Drachenboote, es gibt ja viele große Frankfurter Rudergesellschaften, die Germania, die Borussia, alle verteilt hier zwischen Höchst und Offenbach.